Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Reihenvorstellung für euch und wie ihr anhand des Titels und dem Thumbnail schon sehen konntet, geht es heute um diese beiden Schätzchen hier, das Lied der Krähen und das Gold der Krähen von Labor Duo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beim Krähenreihe von Labor Duo ist eine Dilogie, im Englischen heißt sie Glory or Grave, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, wie die Reihenbezeichnung im Deutschen ist oder ob es da überhaupt eine gibt. Auf jeden Fall ist das Lied der Krähen der erste Teil und das Gold der Krähen der zweite Teil. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz kurz erwähnen, dass ich dieses Buch, genau wie den ersten Teil, netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich riesig über die Bücher gefreut und danke, danke, danke. Ich habe den ersten Teil ja letztes Jahr gelesen und das Buch war ja definitiv ein Jahreshighlight von mir. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass das Gold der Krähen definitiv zu meinen Highlights mitzählen wird, denn dieses Buch war einfach wieder ein Traum und, oh mein Gott, diese Geschichte ist einfach so unglaublich gut. Diese Bücher muss man gelesen haben, sonst hat man echt einfach mega was verpasst. Ich würde aber sagen, ich erzähle euch einfach mal, worum es in Das Lied der Krähen eigentlich geht. Dieses Buch spielt in der gleichen Welt wie Grisha von Labor Duo. Wer diese Reihe gelesen hat, wird diese Welt auf jeden Fall wiedererkennen. Allerdings ist es so, dass Grisha, hier vorne ist eine Karte drin, ich liebe Karten in Büchern. Grisha spielt so irgendwo so hier so eher und wir befinden uns hier unten in Kerch, also auf der Insel Kerch und die Hauptstadt von Kerch ist Ketterdam und da spielt unsere Geschichte zunächst zu Beginn. Und zu Beginn der Geschichte, wie gesagt, befinden wir uns in Ketterdam und lernen Cass Brecker kennen. Und Cass ist ein Langfinger und ein Dieb und ein Spion und Cass gehört einer der Banden in Ketterdam an. Man muss sich diese Welt so vorstellen, so ein bisschen, ja, es ist schwierig, sich diese Welt vorzustellen. Also wer Grisha kennt, hat auf jeden Fall schon ein gutes Bild von dieser Welt. Wie gesagt, allerdings spielt es viele, viele Jahre später. Ich habe mir Ketterdam immer so vorgestellt, so wie London, so 18. bis 19. Jahrhundert. Schon so ein bisschen wirtschaftlicher und fortschrittlicher. Nicht mehr ganz so High-Fantasy wie andere Bücher, aber doch wieder High-Fantasy. Also es ist eine ganz eigene Mischung, die diese Welt auch hat. Auf jeden Fall lernen wir Cass Brecker kennen und wie gesagt, Cass ist Dieb und gehört einer dieser Banden an in Ketterdam und er ist quasi die rechte Hand von dem Boss von dieser Bande, zu denen er gehört und das sind die Krähen. Und Cass hat quasi alles, was er besitzt, sich selber aufgebaut und er hat jetzt ein Angebot bekommen für einen Job, den er erledigen soll. Und als Belohnung für diesen Job winkt ganz, 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 ganz viel Geld und Cass weiß allerdings, dass er diesen Job nicht alleine bewältigen kann und so sucht er sich eine Mannschaft zusammen, die unterschiedlicher nicht sein kann und wo auch jedes Mitglied unterschiedliche Gründe hat, diesen Job zu erledigen. Und gemeinsam begeben sich diese 6 Leute dann auf eine Reise, die voller Gefahren ist, voller Intrigen und voller, ja, Wendungen, die man jetzt nicht unbedingt so kommen sieht. Und die Frage, die hier im Raum steht, werden es diese 6 Leute schaffen, diese Aufgabe, diese Mission, diesen Auftrag zu erledigen? Und ich möchte vom Inhalt her einfach nicht so viel von diesem Buch verraten und deswegen verrate ich auch nicht, was das genau für ein Auftrag ist und wo der die hinführt und was die da machen müssen. Das müsst ihr alle selber herausfinden. Ich kann nur sagen, dass ich die Handlung von diesem Buch wahnsinnig, wahnsinnig toll finde. Ich finde es toll, wie unsere 6 Leute hier so zusammenfinden, wie wir während des Lesens die Hintergründe dieser 6 Leute erfahren und wie sich das am Ende dann alles so zusammenfügt. Das ist einfach wunderschön gewesen, dieses Buch zu lesen. Und ja, ich, wie gesagt, liebe die Handlung vom ersten Teil. Ich habe sie letztes Jahr extrem gefeiert. Ich feiere sie auch immer noch. Ich kann nur sagen, dass Labor Duo diese Geschichte perfekt umgesetzt hat. Was die Charaktere betrifft, ist es genau das Gleiche. Man liebt jeden einzelnen dieser Charaktere und man fühlt mit jedem einzelnen dieser 6 Hauptcharaktere, sage ich jetzt einfach mal, weil den direkten Protagonisten, so gibt es eigentlich nicht. Und wenn, dann ist es Cass, aber die anderen sind halt auch genauso wichtig. Also, ja, also wie gesagt, unsere 6 Hauptcharaktere, man lernt sie lieben und man hofft immer inständig, dass diesen 6 nichts passiert und dass die alle da heil rauskommen. Und Labor Duo hat es halt wirklich geschafft, diese 6 Menschen, die in diesem Buch beschrieben werden, wirklich in mein Herz zu schreiben. Also ich finde die alle ganz, ganz toll. Jeder auf seine eigene Art und Weise ist so unglaublich gut. Jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat seine Schwächen, seine Fehler, seine Stärken. Und das spielt alles so gut zusammen und Labor Duo hat das alles so gut aufgegriffen und zusammenspielen lassen. Das ist einfach der Hammer. Also wie gesagt, die Charaktere, ich liebe sie. Ich liebe auch die Nebencharaktere, die Bösewichte. Das ist einfach alles so gut gemacht. Das passt einfach alles so perfekt zusammen. Also ich ziehe da echt vor dieser Frau meinen Hut dafür, dass sie diese Bücher so gut geschrieben hat. Und ja, wie gesagt, was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Genauso ist es beim Setting und auch beim Schreibstil. Das Setting, wie gesagt, ist extrem gut. Ich finde, Labor Duo schreibt sehr bildgewaltig, dass man sich das auch alles wirklich gut vorstellen kann. Die Karten helfen natürlich auch, die drin sind. Es ist vorne eine Karte drin und es ist auch hinten noch eine Karte drin.
Und die helfen natürlich auch, sich ein Bild zu machen und sich das auch räumlich alles vorzustellen. Weil ich finde, gerade zum Ende hin, wo sie dann bei diesem Auftrag sind, wo sie da diese eine Sache einbrechen müssen, ist es sehr, sehr gut, dass man diese Karte hinten drin hat, weil man da einfach nochmal gucken kann. Und ja, ich finde, es ist alles toll beschrieben. Ich weiß noch, dass ich damals so ein, zwei kleine Logikfehler hatte beim Lesen, wo ich einfach dachte, okay, das macht gerade keinen Sinn. Das waren aber nur so ganz kleine Mini-Sachen in so einzelnen Szenen, die jetzt beim Lesen auch nicht weiter gestört haben. Vom Setting und Worldbuilding her kann ich nur sagen, dass es mir mega gut gefallen hat. Und wie gesagt, genauso ist es beim Schreibstil. Labor Duo schreibt so actiongeladen und so spannend und so anders auch teilweise. Also ich kann das gar nicht mit anderen Schreibstilen so vergleichen. Aber du geschafft es einfach, einen komplett an die Geschichte zu binden und zu fesseln, dass man sie auch nicht mehr aus der Hand legen kann. Und sie schreibt überhaupt nicht schmalzig und schnulzig und überzogen. Das ist alles quasi on point, was sie schreibt. Das passt zur Situation, das passt zu den Charakteren. Das greift einfach alles perfekt ineinander. Und wie gesagt, das macht diese Geschichte so rundum perfekt, dass halt er wirklich einfach alles ein komplettes Bild gibt und alles perfekt ineinander greift. Und ja, wie gesagt, das Lied der Krähen, ich kann es euch immer nur wieder empfehlen. Lest dieses Buch, es ist unglaublich gut und es hat einen schwarzen Buchschnitt. Oh, ich liebe diesen schwarzen Buchschnitt, er ist so, so toll. Und ja, mehr kann ich zum ersten Teil eigentlich nicht sagen, außer, dass es eine definitive Leseempfehlung immer noch von mir ist und ihr echt was verpasst habt, wenn ihr das Buch nicht gelesen habt. Und ich würde jetzt nochmal ganz kurz zum zweiten Teil kommen. Das Gold der Krähen setzt im Prinzip genau dort an, wo der erste Teil aufgehört hat. Der erste Teil hat mit einem Cliffhanger geendet, weswegen ich jetzt hier die Geschichte nicht direkt aufgreifen kann. Ich kann nur sagen, dass hier unsere sechs Krähen am Ende verraten wurden, dass hier Intrigen gesponnen wurden, die sie so nicht haben kommen sehen. Und jetzt im zweiten Teil müssen sie das Ganze quasi ausbaden und sich aus dieser ganzen Misere wieder rausziehen und befreien. Und ja, für Cass steht halt auch immer noch das ganz, ganz große Ziel in seinem Leben, dass er Rache möchte. Und zwar Rache an dem Menschen, der ihm damals alles genommen hat. Und ob unsere sechs Helden es schaffen, sich aus diesem Verrat und diesen Intrigen gesponnenen Lügen wieder herauszuwinden und ob Cass seine persönliche Rache bekommen wird, das ist es quasi, worum es im zweiten Teil des Gold der Krähen geht. Also wie gesagt, ich kann zum Inhalt hier nicht wirklich was verraten, weil ich euch komplett spoilern würde, was richtig blöd wäre. Ich würde euch so gern so viel über dieses Buch erzählen. Aber es geht halt nicht, sonst würde ich euch komplett spoilern und das möchten wir nicht. Aber ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im zweiten Teil wieder perfekt gefallen hat, genau wie im ersten. Im zweiten Teil hat die Autorin das sogar so gemacht, dass du einen Einblick bekommen hast auf die Handlung und auf die Pläne von den Charakteren, was du im ersten Teil nicht bekommen hast. Im ersten Teil warst du ja komplett im Blindflug zu dem, was als nächstes passiert. Und hier hat Labor Duo dich so ein bisschen angefüttert und du dachtest so, ja, geil, ich weiß jetzt voll, was abgeht. Und dann, boom, kam alles wieder ganz, ganz anders. Und man hat als Leser gemerkt, dass man wirklich nur so einen kleinen Teil von diesem riesigen Plan quasi zu füttern bekommen hat. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand die Handlung wieder bombastisch. Das hat mir mega gut gefallen. Ich fand, wie die Geschichte sich entwickelt hat, richtig gut. Ich fand das Ende richtig gut. Ich fand es so toll, wie die Autorin das am Ende alles aufgelöst hat. Und es war einfach wieder fantastisch. Es war einfach wieder ein Traum. Also was die Handlung betrifft, kann man nichts sagen. Es ist wieder eine perfekte Umsetzung von der Autorin. Diese Welt, diese Charaktere, diese Geschichte. Das ist einfach alles so gut gewesen. Und es hat so viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Also ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Wie gesagt, Handlung war perfekt, was die Charaktere betrifft. Was soll ich sagen? Genauso wie im ersten Teil. Man ist sofort wieder bei den Charakteren und ich wusste auch noch genau, welches Gefühl ich für jeden Charakter so entwickelt hatte. So, es gibt den einen Charakter, wo man weiß, der ist so ein bisschen der Schwächere. Mit dem hat man dann eher Mitleid. Und dann gibt es so den großen, starken, toughen Charakter, wo man einfach nur denkt, ja, gib es den Leuten, schlag zu. Und ich finde, Labor Duo vermittelt das einfach so gut, dass man da sofort wieder reinkommt in dieses Feeling auch vom ersten Teil. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Ich liebe Cass, ich liebe Injay, ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird. Geschrieben wird es Inich, aber dieser Name Inich ist mir zu kompliziert. Ich habe sie immer Injay gelesen und Sina auch, also von daher egal. Und ich liebe Nina, Matthias und Waylon und Jasper und ach ja, es ist einfach so, so toll. Labor Duo hat ja eine so tolle Welt mit so tollen Charakteren erschaffen. Ich könnte quasi noch 20 dieser Bücher lesen, wenn unsere Charaktere drin vorkommen. Also man wird
dessen auch nicht müde beim Lesen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich liebe, liebe, liebe die Charaktere. Allen voran natürlich liebe ich Cass. Cass ist ja immer noch so the brain. Er ist ja der große Master of Disaster. Er ist der mit dem Plan. Er ist der, der ja auch für diese ganze Scheiße, wo die jetzt drin hängen, quasi verantwortlich ist. Und er möchte natürlich seine Leute da auch wieder rausziehen und befreien und überlegt sich halt diesen Plan. Und das ist einfach so gut gemacht. Es ist so gut umgesetzt. Und ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, außer ich liebe, liebe, liebe es. Was das Setting betrifft, befinden wir uns in der gleichen Welt, in der gleichen Stadt und lernen die Stadt quasi noch ein bisschen besser kennen wie im ersten Teil. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist diesmal im zweiten Buch direkt eine Karte von der Stadt vorne drinne. Und diese Karte braucht man zuweilen auch. Also ich habe die Karte auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder benutzt, um zu gucken, okay, wo sind die Leute denn gerade, wo die jetzt hier gerade rumspringen. Also mir hat das sehr, sehr gut geholfen, mir das auch vorzustellen und auch so die Entfernungen vorzustellen und die Dimensionen. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass mir das Setting wieder richtig gut gefallen hat. Ich liebe diese Welt, ich liebe die Beschreibungen der Orte und der Szene. The Labor Duo hat es einfach perfekt umgesetzt und ja, mehr kann ich zum Setting auch nicht sagen, außer ich liebe, liebe, liebe es. Und genau so ist es mit dem Schreibstil. Er ist genau wie im ersten Teil. Er ist wieder bildgewaltig, er ist spannend, er ist actiongeladen. Und wie gesagt, man erfährt ja auch nicht alles in der Geschichte. Und ich frage mich, was muss diese Frau im Kopf gehabt haben beim Schreiben, um diese Geschichte niederzuschreiben? Also das ist wirklich der reine Wahnsinn. Also Hammerhart. Und ja, wie gesagt, was den Schreibstil von Labor Duo betrifft, wie im ersten Teil, nicht kitschig, nicht schmalzig, nicht überzogen, sondern wirklich ganz, ganz toll. Und es gibt in diesen Büchern auch eine Liebesgeschichte, die wird aber wirklich nur so ganz zart erzählt, am Rande. Und das wirkt dadurch wirklich so unglaublich gut. Und mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich jetzt auch nicht sagen, ohne dass ich euch voll spoilere. Ich liebe, wie gesagt, die Handlung, die Charaktere, das Setting. Diese Bücher sind alle beide für mich rundum perfekte Bücher. Und wie gesagt, das Gold der Krähen ist auf jeden Fall auch wieder ein Jahreshighlight von mir. Und es hat wieder einen bunten Buchschnitt. Er ist orange. Also ich nehme an, dass orange steht für das Gold. Und ja, ich finde, es sieht auch optisch wieder sehr, sehr schön aus. Und ich finde, die passen auch optisch sehr gut zusammen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, ohne euch voll zu spoilern. Und bevor ich jetzt zu meinem nicht spoilerfreien Teil komme, soll hier noch eine ganz, ganz fette Spoilerwarnung rausgegeben werden. Wer dieses Buch liest und Grisha noch nicht gelesen hat und das Ende von Grisha nicht wissen möchte, der muss das Grisha lesen, bevor er das Buch lesen kann. Denn hier in diesem Buch wird das Ende von Grisha komplett gespoilert. Und das mit einem einzigen Satz. Und ich dachte mir so, nein! Ich habe Grisha noch nicht gelesen zu Ende, verdammt. Naja gut, ich weiß jetzt, wie Grisha ausgeht und ich bin trotzdem gespannt auf die Geschichte. Aber wie gesagt, wer bei Grisha nicht gespoilert werden möchte, darf dieses Buch auf keinen Fall vorher lesen, sondern muss das Grisha lesen. Alle anderen, die es nicht stört, für die ist es egal. Und ja, ich wollte das an dieser Stelle einfach nur nochmal erwähnt haben. Im ersten Teil gab es ganz kleine Anspielungen, die aber wirklich nicht weiter wichtig waren. Aber hier ist halt wirklich der mega fette Spoiler drin. Und ja, ich würde sagen, ich komme jetzt mal zu meinem nicht-spoilerfreien Teil. Also alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, schaltet jetzt ab. Ihr seid gewarnt. Und ich würde sagen, die, die es schon gelesen haben, bleibt einfach dran. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, über dieses Buch zu schwärmen. Es gibt so viele Szenen und so viele Momente in diesem Buch, die mir so unglaublich gut gefallen haben. Fangen wir mal mit den Liebesszenen an. Die waren für mich wirklich gut. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll, diese Szene zwischen Cass und Inje in diesem Badezimmer. Und wo beide wirklich festgestellt haben, wie kaputt sie sind. Und dass sie sich doch eigentlich lieben, alle beide, sich aber einfach nicht berühren können, weil jeder für sich halt auf seine Art und Weise kaputt ist. Und ich fand diese Szene so wichtig und ich fand diese Szene so gut und so gefühlvoll auch erzählt. Ich habe da echt mit den beiden mitgelitten und habe gedacht, oh nee, oh Gott, ihr zwei Armen. Das ist, man leidet dann so richtig mit den beiden, weil man weiß, sie könnten glücklich sein, aber beide müssen halt erstmal ihre Vergangenheit hinter sich lassen und ihre Probleme bewältigen. Und das ist echt richtig heftig, was bei den beiden ja abgeht. Ne? Ihr wisst es ja. Aber diese Szene war so unglaublich gut. Oder auch diese Szene mit Jasper und Waylon. Also eigentlich ja nicht Waylon, sondern wie hieß er noch gleich? Ich habe seinen Namen vergessen. Verdammt. Also hier, den sie im ersten Teil gerettet haben, wo er ihn dann küsst am Klavier und dann feststellt, dass es ja gar nicht Waylon ist. Ich dachte nur so, oh mein Gott, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Wenn man möchte ja, also ich wollte das ja in dem Buch dann, dass Waylon und Jasper dann endlich irgendwann mal auch so zu Potte kommen und zusammenfinden, weil bei Cass und Inje war das ja schon irgendwie am Ende vom ersten Teil klar und Nina und Matthias war ja auch klar und die beiden, ne, man hat eigentlich ja auch nur drauf gewartet. Und wo dann diese Szene im zweiten Teil kam, dachte ich so, nein, oh mein Gott, was ist hier los? Und dann zum Ende hin war aber ja alles gut. Ich dachte nur so, puh, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ansonsten gab es noch ganz, ganz viele andere Szenen, die ich gut fand. Ich fand diese Szene gut auf dieser Trauerschleierinsel, wo die dann angegriffen worden sind, wo Matthias den Plan hatte, wie sie jetzt entkommen können. Und ich fand auch die Szene wirklich gut, wo Matthias dann gestorben ist am Ende. Das fand ich so traurig. Da habe ich auch echt ein Tränchen verdrückt. Ich wusste, dass am Ende einer von denen sterben muss. Und Sina und ich, wir sind uns auch einig, dass es da Matthias immer noch am besten getroffen hat. Also das wäre auch wirklich der, den ich am ehesten hätte verkraften können, dass der jetzt stirbt, auch wenn ich immer noch sehr, sehr traurig drüber war. Aber ich glaube, wäre Waylon, Jasper, Injay oder Cass gestorben, wäre ich nicht drüber hinweggekommen. Und ja, also es war ja klar, dass einer von den Sechsen am Ende wahrscheinlich noch stirbt. Das war mir im ersten Buch schon irgendwie, ich dachte im ersten Buch schon so, naja, mal gucken, ob die alle überleben. Und war dann schon sehr erstaunt, dass alle überlebt haben. Und ja, wo dann im zweiten Teil das am Ende mit Matthias war, das tat mir schon leid, aber ich finde, es hat den Richtigen erwischt, denn ich denke, Nina wird auch ohne ihn ein glückliches Leben führen können, wenn sie jetzt zurück nach Ravka geht und ihre Bestimmung folgt. Und ja, ich denke, dass sie irgendwann auch wieder glücklich sein wird. Ich meine, die sind ja alle auch noch jung, ne? Die sind ja auch alle aus so 17, 18 Jahre alt. Die sind ja alle jetzt noch nicht in dem Alter. Und ja, ich fand diese Szene aber auch wunderschön geschrieben und ich fand die sehr, sehr dramatisch und gut gemacht. Und das hat mir einfach, wie gesagt, mein kleines Herzchen ist so ein bisschen gebrochen. Und ich finde, Leigh Bardugo hat diese wichtigen Szenen, diese dramatischen Szenen, diese traurigen Szenen und auch diese Szenen, ich will jetzt nicht Liebesszenen sagen, weil das waren es nicht, aber diese Szenen, wo die Charaktere so mehr miteinander zu tun hatten, nennen wir es so. Aber ich finde, sie hat es so schön geschrieben und mit dem richtigen Feingefühl erzählt und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Und ja, was ich natürlich auch mega gut fand, war dieser Plan, den sie am Ende geschmiedet haben, wo sie dann in dieser Kirche waren, wo dann der Gezeitenrat aufgetaucht ist, wo du dann am Ende auch mal mitgekriegt hast, dass das gar nicht der Gezeitenrat war, sondern irgendwer anders. Und das war einfach alles so gut gemacht und Leigh Bardugo hat sich da einen so genialen Plan ausgedacht und ich habe immer wieder beim Lesen gedacht, wie ist diese Frau bitte auf diesen Plan gekommen? Wie kann man sowas in seinem Kopf haben? Ich fand das einfach unglaublich und wie gesagt, ich ziehe echt meinen Hut vor dieser Autorin und ich fand einfach dieses Buch hammerhart und ja, ich liebe das Gold der Krähen. Ich denke mal, wenn ihr es gelesen habt, viele von euch werden sicherlich auch feiern. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Leute, die diese Bücher nicht mögen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, gibt es so viele tolle Szenen und Ereignisse in dieser Geschichte und es gibt so viele Momente, die man einfach nicht vergisst. Ich fand auch das am Ende richtig krass, im Epilog quasi, wo wir Pekka Rowlands nochmal sehen und wo Injay ihm die Waffe an die Kehle hält und sagt, ja, komm nie wieder zurück oder ich töte dich. Ich fand das so gut gemacht. Das war einfach nochmal so der krönende Abschluss des Ganzen. Und das hat die Geschichte für mich auch nochmal so komplementiert, dass du jetzt weißt, okay, dieser Bösewicht ist jetzt endgültig weg und sie können jetzt endgültig in Ruhe leben und ihre Leben leben und ach ja, es war einfach alles so gut und so toll. Und bevor ich jetzt hier noch stundenlang über dieses Buch spreche, würde ich sagen, beende ich das Video jetzt einfach mal, weil ich könnte jetzt hier noch stundenlang darüber schwadronieren, was ich in diesem Buch alles toll fand. Ich fand auch diese Szene gut, wo die in dem Bäcker, in dieser Bäckerei waren am Ende, wo der Vater von Jasper da gewartet hat und du dann wirklich dachtest, Waylon ist entführt worden und dann so, nein, er ist gar nicht entführt worden, das waren die eigenen Leute und das war dann so, what? Also es gibt einfach so viel in diesem Buch, was ich toll fand und gut fand, aber ich glaube so, das Gröbste habe ich euch jetzt erzählt und ich möchte auch nicht zu viel verraten, falls doch noch jemand zuguckt, der das noch nicht gelesen hat und ja, ich würde ja sagen, schreibt mir eure Lieblingsszenen unten in die Kommentare, aber ich glaube, das wäre dann zu spoilerhaft und das möchten wir, glaube ich, den Leuten nicht antun, die diese Bücher noch nicht gelesen haben. Deswegen, wenn ihr spoilerfrei schreiben könnt, schreibt mir eure Lieblingsszenen mal unten rein. Ihr könnt mir auch eine Seitenzahl reinschreiben, dann kann ich ja auch mal gucken, was so eure Lieblingsszenen sind. Und mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.